Hallo meine Lieben, ich begrüße euch mit einer Legung für den August 2022 und zwar für das Element Luft, das heißt für den Zwilling, für die Waage und für den Wassermann. Und wir schauen, was der August für diese Sternzeichen bereithält. Und das Ganze gestaltet sich in der Art, es gibt 4 Überschriftskarten, das heißt eine aus dem Krafttier-Orakeldeck, eine aus den Lektionen deiner Seele, eine aus dem Engel- und Ahnen-Deck und eine aus dem Seelen-Engel-Orakel. Und des Weiteren gibt es 4 Tarotkarten, 4 Lennemore-Karten und 4 Seherkarten. Und damit werde ich versuchen, all das in Einklang für euch zu bringen. Und ja, die verwendeten Kartendecks, die ihr heute seht und auch in meinen sonstigen Legungen, die findet ihr immer alle hier unter meinem Link in der Infobox aufgelistet. Und natürlich ist auch das heute wieder eine allgemeine Legung. Das heißt, diese Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber das merkt ihr immer ziemlich schnell, wenn ihr in die Deutung reinhört. Und dann könnt ihr entscheiden, ob das für euch passend ist oder auch nicht. Was auch bei einer allgemeinen Legung völlig normal wäre, dass es nicht immer passt. Ne? Es ist nicht spezifisch für einen alleine unter euch, sondern für eine Allgemeinheit. Und demzufolge kann es nicht auf alle passen. Ja, die Zeit des Mischens, die nutze ich natürlich jetzt noch, um euch ganz herzlich zu danken. Für jeden Daumen hoch, den ihr mir da lasst, für jeden netten Kommentar. Und natürlich danke ich ganz besonders fürs Aktivieren des Glöckchens, womit ihr immer eine kostenlose Info erhaltet, wenn es neue Legungen von mir gibt. So. Und für mich ist es natürlich wirklich vom Vorteil, weil durch das Aktivieren des Glöckchens steigen meine Abonnentenzahlen und das ist natürlich meine Belohnung. Dadurch rücke ich auch bei YouTube immer ein Stück höher und das motiviert mich natürlich auch wirklich hier weiter für euch tätig zu sein. Denn ich meine, wenn man sieht, ja, da interessieren sich überhaupt keine Leute für meine Legungen, dann kann man sich diesen Zeitaufwand, der wirklich eigentlich von jedem Kartenleger hier gebracht wird, dann kann man sich diesen Zeitaufwand sparen. Denn das, was ihr hier in der Kürze der Zeit seht, das ist wirklich mit viel Zeitaufwand verbunden für denjenigen, der hier diese Legungen für euch fertigt und ins Netz stellt. Und da denke ich, wenn es einem gefällt, dann kann man das auch mit dem Aktivieren des Glöckchens zum Ausdruck bringen und damit eben auch eine Art Dankeschön weitergeben. Das schmälert natürlich in keinster Weise mein Dankeschön an diejenigen, die mir einen Daumen hoch da lassen. Darüber freue ich mich genauso und natürlich auch über jede Art eurer netten Kommentare. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber richtig unterstützen könnt ihr mich halt, wie gesagt, durchs Aktivieren des Glöckchens. Und natürlich lasse ich auch nicht außer Acht ein Dankeschön an diejenigen, die mir doch jetzt ab und an mal eine Spende zukommen lassen. Auch darüber freue ich mich natürlich und bedanke mich auf diesem Weg ganz herzlich bei euch. So, jetzt sind wir auch hier fast durch. 2 Karten brauche ich nur noch. Ui, da sind sie schon. Hoppa, hoppa, hoppa.
So, dann beginnen wir und ich fange an mit der Überschrift aus dem Krafttier-Orakeldeck. Da haben wir den Wal. Rückverbindung. Verankere dich in dir, dein Meister, dein Heiler, deine Trösterin, dein Schutz und deine Kraft. Alles ist bereits in dir. Ja, das ist ein Hinweis für diejenigen, die vielleicht viele Selbstzweifel haben, sich einfach nicht so sehen, wie sie wirklich sind. Vielleicht viel zu viel Wert auf Meinungen anderer Menschen legen. Erkennt doch euch selbst. Erkennt eure Stärke, eure Kraft. Und lasst diese Sorgen hinter euch. Ich lerne, dass Sorgen die Dinge nicht zum Besseren wenden. Genau so ist es. Diese Sorgen, die ihr euch damit macht, wie komme ich bei anderen Menschen an? Wie kann ich erreichen, dass ich mehr akzeptiert werde? Ihr habt es gar nicht nötig, euch darüber Sorgen zu machen. Ihr habt doch alles Gute, alles Positive in euch. Zeigt es nach außen. Und passend auch dazu, aus dem Deck Engel und Ahnen, da habt ihr die Karte Jäger. Spüre deinen Ängsten und Sehnsüchten nach. Genau, wenn du erkennst, wo deine Ängste sind und welche Sehnsüchte du eigentlich in dir fühlst, dann bist du in der Lage, diese Sorgen abzulegen und wirklich zu erkennen, ich habe doch eigentlich alles. Ich bin eigentlich vollkommen so, wie ich bin. Und dann bist du in der Lage, dich wirklich so zu akzeptieren. Und hier haben wir eine fantastische Karte aus dem Seelenengel, Engel der höheren Perspektive. Es hängt immer von deinem Blickwinkel ab, wie sich eine Situation zeigt. Genau auch das ist eine ganz passende Aussage. Wenn du dich selbst so klein siehst, dann schürst du deine Sorgen und bist nicht in der Lage zu erkennen, wo dein Weg ist, um diese Ängste und Sehnsüchte loszuwerden. Aber du hast jetzt in dem Monat August die Möglichkeit zu erkennen, verändere dich, verändere und erkenne, dass du alles Positive in dir trägst, dass du alles Positive nur auf den Weg bringen musst und nur in Anführungsstrichen. Das ist der Weg, um die Sorgen hinter dir zu lassen, deine Ängste abzubauen und deinen Sehnsüchten zu folgen und zu erkennen, dass du genau damit dann auf dem richtigen Weg bist. Und wir schauen, was wir hier bei den Tarotkarten wunderbar dargestellt bekommen. Da haben wir zum einen das Ass der Münzen. Die Chancen nutzen. Du bist jetzt eigentlich mit dieser Erkenntnis, wer du bist und was in dir schlummert, auf dem Weg in den Erfolg. Das heißt, du kannst viele Dinge für dich nutzen, wenn du in diese Erkenntnis kommst. Und mit dem Ass der Schwerter zeigt es sich nochmal verstärkt, dass im Grunde genommen, dass der Durchbruch eigentlich schon bei dir anklopft. Der Durchbruch zu erkennen, ich bin stark, ich bin gut, so wie ich bin. Und hier haben wir die 6 Schwerter. Das ist im Grunde genommen ein Hinweis, dass du immer noch zögerlich bist, aber dass es Zeit ist, Altes
was dich negativ beeinflusst hat, hinter dir zu lassen, negativ auch beeinflusst hat in deiner Selbstwahrnehmung. Dich selbst zu erkennen, war eigentlich immer ja, von vielen Menschen um dich herum abgebremst. Also du konntest eigentlich diese Erkenntnis nie richtig wahrnehmen und ausleben. Aber jetzt hast du die Chance mit dem Ass der Münzen und unterstrichen noch mit dem Ass der Schwerter, den Durchbruch zu finden und wirklich in diese Veränderung zu gehen. Also auch wenn es zögerlich ist, aber wirklich alles Alte, Negative hinter dir zu lassen. Und das ist im Grunde genommen mit dem Ritter der Schwerter auch noch einmal unterstrichen. Es wird eine unruhige Zeit jetzt sein im August. Aber du hast im Grunde genommen auch die Chance, alles für dich zu nutzen. Du hast die Chance auf guten Erfolg, auf positive Ergebnisse, auf Glück. Und dafür solltest du es vielleicht auch hinnehmen, dass es Unruhe mit sich bringt. Unruhe in Form von Nichtverständnis deines Gegenübers. Und wir sehen hier, es gibt bei den Lenormand-Karten das Herz, die Blumen, den Berg und das Schiff. Für viele mag es auch ein Hinweis sein, dass es bei dem einen oder anderen auch um die Liebe innerhalb einer Partnerschaft geht. Das heißt, es sieht so aus, als wenn sich dort neue Türen öffnen, durch Einladungen, durch neues Umfeld, Menschen, neue Menschen, die du kennenlernen wirst, Einladungen, Geschenke. Damit schaffst du es, Blockaden und Hindernisse hinter dir zu lassen. Hinter dir zu lassen und genau in diese Phase zu gehen, nämlich zu erkennen, du bist gut, so wie du bist. Und das Ganze setzt sich im Monat August in Bewegung mit dem Schiff. Das heißt, es kommt jetzt genau diese Phase auf euch zu, zu erkennen, ob es um Partnerschaft geht oder allgemein um dieses Gefühl, einem Herzenswunsch zu folgen, das müsst ihr für euch ummünzen. Wichtig ist nur, es wird etwas in Bewegung kommen, was euch wegholt von Blockaden, von Hindernissen, was in Bewegung ist und was euch ja, neue Menschen kennenlernen lässt. Ihr werdet Einladungen bekommen, ihr werdet Geschenke bekommen. All das sollte euch unterstützen. Das sind die Chancen, die sich euch jetzt bieten. Auch, wie gesagt, auf die Gefahr hin, dass es mit einer gewissen Unruhe verbunden ist. Und bei den Seherkarten haben wir auch fantastisch. Wir haben einmal die Nachricht, wir haben das Geheimnis, das Geschenk und das Irrlicht. Das heißt im Grunde genommen, die Nachricht ist eigentlich ganz deutlich. Es ist etwas auf dem Weg, ein Angebot, eine Nachricht zu euch, die euch über ein Geheimnis informieren wird. Etwas, ihr werdet eine Nachricht erhalten, die bisher im Verborgenen lag. Also etwas, wovon ihr keine Ahnung hattet. Aber diese Nachricht bringt auch eine unverhoffte Überraschung mit sich. Das heißt, das, was ihr bis jetzt noch nicht erkannt habt, noch nicht wusstet,
Das wird im Grunde genommen wie ein Geschenk für euch sich darstellen. Diese Nachricht wird sich als Geschenk entpuppen und im Grunde genommen euch zeigen, dass es mitunter, ja, wie ein, wie soll man sagen, dass es viel Irreführung in eurem Leben bisher gab. Also das ist eigentlich hier wieder passend für die Überschrift. Dieses Nicht-Erkennen, euch in den Sorgen verlieren, das ist hiermit eigentlich unterstrichen. Aber es ist eigentlich auch die Aussage, mit dieser Nachricht öffnet sich etwas, was bisher für euch im Verborgenen lag. Und das erscheint euch wie ein Geschenk. Es ist eine Nachricht, die euch gut tut und die euch aus diesem, ja, aus diesem Labyrinth, man kann auch das Irrlicht als Labyrinth bezeichnen, das euch rausholt aus diesem Labyrinth. Es ist ein Geschenk zu erkennen, was hier im Verborgenen lag. Und diese Erkenntnis kommt im Zusammenhang mit einer Nachricht. Und wir schauen, was wir jeweils auf den Unterseiten der Decks hatten. Da haben wir hier die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche ist immer man sollte sich selbst vertrauen. Man sollte genau wieder passend sich selbst annehmen und erkennen, wie gut man ist, wie viel man eigentlich in sich trägt und das alles bisher blockiert hat durch die Sorgen, nicht gut genug zu sein. Und bei den Lenormand-Karten haben wir den Baum. Wir sehen also diese Herzenswünsche, diese Hindernisse, Blockaden, die wir hinter uns lassen, Herzenswünsche, die sich erfüllen können, auch durch Einladungen, durch neue Menschen. All das, was sich hier in Bewegung setzt, bringt euch in die Gesundung, in die Verwurzelung, einfach in die Situation zu erkennen, hier kann ich mich verwurzeln. Ihr kommt in eine unsägliche Kraft mit dieser Erkenntnis und könnt damit unbeschwert und unbeirrt euch wirklich in diese Rückverbindung begeben. Also wirklich nochmal als Erinnerung zu erkennen, alles ist bereits in dir. Alles Positive kannst du wachrütteln. Und die Seherkarten zeigen, es geht einzig und allein um dich. Und das solltest du auf jeden Fall als Mutmacher sehen und mitnehmen, um diese Sorgen hinter dir zu lassen und wirklich voller Anmut dich darauf verlassen, dass du gut bist. Dass du gut bist, so wie du bist, dass du alles in dir trägst, dass du die Sorgen ganz alleine bewältigen kannst, dass du die Kraft in dir trägst, auch das zu bewältigen. Und wir schauen hier noch auf eine Antwort aus dem Glücksorakel und gucken, ob das Ganze hier noch mit unterstrichen wird. Aber ich denke, auch das ist ein Monat, der viel Abwechslung bringt, aber der ein immer mehr eigentlich an seine gesetzten Ziele bringt. Ja, und auch das ist wieder sehr passend dazu, nämlich die Überschrift, was spricht dagegen? Mach eine Liste, die dagegen sprechen, und dann stelle dir die einzig wichtige Frage. Macht es mich glücklich, mich dagegen zu entscheiden? Unser Leben ist zu kurz, um das Glücklichsein auf irgendwann zu verschieben. Genau das, dafür ist unser Leben wirklich zu kurz. Wir sollten erkennen, was es ist, was uns glücklich macht.
in unsere eigene Kraft und Stärke kommen und auf diese vertrauen, um diese Sorgen hinter uns zu lassen. Es ist nicht wichtig, wie sehen mich die anderen Menschen. Du allein weißt, wie du bist, und das zeige nach außen und komm in diese Kraft, die dafür nötig ist. Denn nichts, genau nichts spricht dagegen, wirklich darauf zu vertrauen. Ja, und damit, meine Lieben, wünsche ich euch einen fantastischen Monat August. Ich denke, so wie auch die vorangegangenen Monate, wird auch dieser August ein Monat sein mit Höhen und mit Tiefen. Aber ich denke, wenn ihr wirklich in diese Position geht und langsam mehr und mehr erkennt, dass alles, was ihr vielleicht sucht und worüber ihr euch so viel Gedanken macht und was euch belastet, dass alles ihr selbst bewältigen könnt. Ihr allein könnt es schaffen. Ihr habt die Kraft, ihr habt die Stärke. Und nur das ist eigentlich das, worauf diese ganze Legung euch hinweist. Ich wünsche euch einen wunderbaren August. Bis zum nächsten Mal.